Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Die unterschiedlichen Weingläser haben natürlich etwas mit der jeweiligen Weinsorte, aber auch mit unserer Zunge zu tun. Je nach Form, Volumen und Größe der Öffnung des Weinglases werden andere Charaktereigenschaften des Weins hervorgehoben. Der Wein spricht unterschiedliche Geschmacksnerven an und die sind auf unserer Zunge eben unterschiedlich verteilt. So hängt es also auch vom Weinglas ab, welche Geschmacksnerven als erstes angesprochen werden. Rotweingläser sind bauchig und haben eine große Öffnung. Das vergrößert die Oberfläche und der Wein wird besser belüftet. Der Fachmann spricht hier vom berühmten Atmenlassen des Weins. Beim Weißwein ist das in der Regel nicht nötig, deswegen sind Weißweingläser kleiner und weniger bauchig. Wichtig ist hier der Stiel des Glases, denn Weißwein wird recht kühl serviert und durch das Halten des Glases am Stiel wird er nicht durch die Hände erwärmt. Außerdem ist in einem Weißweinglas weniger drin, so bleibt das Getränk bis zum Schluss gut gekühlt. Radio SAW deckt auf, gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.